Heute stelle ich euch mal die Maud. Maud vor, das Expeditionsschiff von HX Multikunden Expeditions. Fangen wir mal auf Deck 5 an. Hier ist die Lecture Hall, da finden die Vorträge und die Daily Gatherings statt. Hier seht ihr einen Teil des Science Centers mit den Mikroskopen. Und dies ist das Pendant an Backboard. Hier seht ihr hinten auch verschiedene Ausstellungsstücke. Und dann gibt es an dem Tresen oder auch rund um den Tresen, teilweise mit Stühlen davor, auch noch Präsentationen und kleinere Vorträge. Kurzer Blick hier nur vom Eingang ins Hauptrestaurant Aune auf der Maut. Hier haben wir den Shop der Miss Maud mit vielen schönen Dingen. Warmer Kleidung, sehr schöner Kleidung aus Norwegen hier. Amundsen, viele, viele Handschuhvarianten, warme Hemden, Shirts, Jacken, alles dabei. Falls ihr was vergessen habt, könnt ihr hier zuschlagen. Oder auch natürlich die labeled Kleidung vom Schiff. Puffins haben wir hier. Eisbären sind das, glaube ich, auch. Noch mehr Helly Hansen. Und falls man was vergessen hat, kann man dann hier auch noch ein bisschen was mitkaufen. An, was haben wir hier? Sunscreen, Spray, Bücher, Kappen der MS Maud, Süßigkeiten, falls es nicht genug zu essen gibt. Die Hortikuten-Kollektion der Schiffe. Das ist hier der Shop. Hier ist gerade was im Sale. Und das sind die Plätze hier, die zum Friedheim jetzt gehören, zum Restaurant, zum weiteren Restaurant, zum zweiten der drei Restaurants hier. Dieser gemütliche, schöne, ruhige Salon zum Sitzen, Lesen, Schauen, Kartenspielen. Hier haben wir einen historischen Bereich. Und zwar sind hier Originalteile von der alten Original-Maut-Mod, Postkarte von der Fram. Verschiedene museale Teile hier. Und da drüben gibt es dann auch noch ein paar Schiffsmodelle, alte. Hier kann man sich mit seinem Computer hinsetzen, zum Arbeiten, wenn man möchte. Und da scheint uns die Sonne entgegen. So, hier ist der Expeditionstresen, der öffentliche. Hier kann man auch richtig schön sitzen, sehr gemütlich. Natürlich momentan richtig toller Sonnenschein, auch gerade hier. Hier findet ihr das Expeditionsteam tagsüber für eure Fragen und Buchungen. Und ansonsten kann man sich hier eben auch wunderbar hinsetzen und es sich gemütlich machen. Und den Ausblick, hello, und die Natur genießen, wo man hier in die Bar übergeht. Jetzt kommen wir in die Explorer Lounge der MS Maud. Sehr schön und gemütlich, jetzt auch gerade wieder schönstem Sonnenschein. Abends ist es natürlich dunkler hier. Da gibt es auch eine Bühne für Talks oder auch Crew-Musikabende für die Gäste. Und das Ganze erstreckt sich ja über zwei Etagen, nämlich noch eine Etage drüber. Explorer Lounge Oberdeck, kann man nämlich zum Beispiel auch hier aufs Deck drunter gucken, wenn hier Musikabende stattfinden. Wenn ihr in die Sauna geht auf der Maut, dann liegen hier extra Handtücher für euch. Ihr braucht also nicht eure eigene bzw. aus der Kabine mitzunehmen. Und dann ist es hier auch ein wunderschön sonniges Fleckchen heute gerade in der Sauna. Die beiden Whirlpools draußen auf der Maut Arktik oder auch Antarktik, je nachdem, wo man sich befindet, Pool Area. Das war die Schiffsführung über die MS Maut oder Mod. Und wenn ihr wollt, kommt gerne mit in die Arktis oder Antarktis.